Herzlich willkommen im Urvieh-Headquarter, quasi direkt aus dem Viehstall. Ich darf du zu ihnen sagen? Also du hast dich gefragt, warum der Himmel überall blau ist. Ja, Moment. So blau ist der Himmel gar nicht überall. Bei uns in Bayern ist er richtig blau. Ich habe da ein Bild mitgebracht, Königssee. Da sieht man eindeutig, Himmel sehr blau. Ja, wie auch immer, Erich. Du hast aber dazu was vorbereitet? Selbstverständlich. Da haben wir ein kleines Experiment mit einem Aquarium. Ich habe in dieses Aquarium Wasser eingefüllt, ganz normales Leitungswasser. Hier auf der Seite haben wir eine Taschenlampe. Wenn ich die einschalte, dann leuchtet die quer durch das Aquarium. Das kannst du also daheim auch ausprobieren. Wenn du ein Aquarium hast und eine kleine Taschenlampe, dann brauchst du nur noch ein bisschen Milch, am besten aus den Bergen, so eine Brotzeitmilch. Und die kann man da jetzt reinschütten und dann erzeugen wir quasi hier eine Situation, die ähnlich ist wie in der Atmosphäre, sodass man einerseits den roten Sonnenuntergang erklären kann und andererseits den blauen Himmel. Ja, dann machen wir das jetzt mal. Dann schütten wir da ein bisschen Milch rein. Dann muss man das Ganze noch schön umrühren. Wenn man hier reinschaut, sieht man dann den orange-roten Sonnenuntergang. Das erklären wir dir jetzt gleich ganz genau, wie das funktioniert. Im Gegenzug sieht man von der anderen Seite bläuliches Licht, weil das blaue Licht seitlich weggestreut wird. Der Effekt, den du da gerade gesehen hast, heißt übrigens Rayleigh-Streuung und der funktioniert umso besser, desto kleiner die Teilchen sind. Deswegen greifen wir ausnahmsweise mal zur Chemie und machen das Experiment ein zweites Mal mit einer neuen Küvette, mit einem neuen Aquarium. Dazu stelle ich nun die kleine Küvette vor die Taschenlampe. Ansonsten ist es das gleiche Experiment wie gerade eben. Jetzt füllen wir ein bisschen Silberoxid da rein. Das Silberoxid fällt zusammen mit dem Chlor, das sich im Wasser befindet, aus und bildet so kleine Flocken. Die sind sehr viel kleiner als die Milchfetttröpfchen. Deswegen sieht man den Effekt jetzt normalerweise auch sehr viel besser. Du hast also jetzt Folgendes gesehen. Die Sonne sendet weißes Licht aus und durch die Streuung wird das weiße Licht aufgespalten. Das rote kam eher durch und das blaue wurde seitlich weggestreut. Die Streuung ist also von der Wellenlänge abhängig, also von der Farbe. Was das jetzt mit dem blauen Himmel zu tun hat, das erklärt euch jetzt der Dieter da hinten an der Tafel. Ich habe da ein kleines Modellbild vorbereitet. Und dank modernster Hochformattechnik kann ich mich hierzu auch hinsetzen. Was sehen wir hier? Wir haben die Erde mit einer wunderschönen Atmosphäre, die Sonne und eine Versuchsperson A, einen romantischen Physiker, der sich gerade den Sonnenuntergang anschaut. Und wenn ich hier mal die Lichtstrahlen andeute, sehe ich, dass die Lichtstrahlen relativ viel Atmosphäre, also kleine Teilchen, durchdringen müssen. Und dabei werden hauptsächlich blaue Lichtteilchen gestreut, wie wir im Vorexperiment gesehen haben. Letztendlich kommen nur rote Lichtteilchen beim Physiker A an, sodass er den wunderschönen roten Sonnenuntergang genießen kann. Wie schaut es mit dem Physiker B aus, der auf dem Rasen liegt und die schöne Mittagshitze genießt und sich sonnt? Da sehen wir gleich, relativ kurze Lichtstrahlen müssen die Atmosphäre durchdringen. Es werden kaum Lichtanteile gestreut, sodass die Sonne schön weiß erscheint. Warum jetzt nun der Himmel blau ist, ergibt sich, wenn wir jetzt hier die Lichtstrahlen von ersten Versuchsteil sehen, da wurden ja die blauen Lichtstrahlen gestreut und diese Lichtstrahlen fallen dann ins Auge des Physikers B und deswegen erscheint der Himmel blau. Übrigens nicht nur in Bayern. Und wenn ihr noch mehr über Physik erfahren wollt, dann kommt doch ab dem 27.09. zu den Highlights der Physik auf dem Marktplatz in Würzburg.